So, es ist 20 Uhr. Auch nochmal herzlich willkommen an alle, die in den letzten Minuten dazugekommen sind. Und wir starten jetzt gleich mit dem Workshop Drohnen programmieren mit 12 Playgrounds. Und gerade das Thema Programmieren und Drohnen ist ja aktuell in Medien und auch in der Diskussion in der Schulwelt. Von daher freut es mich unheimlich, heute diesen Workshop anbieten zu können und vielleicht ein paar Möglichkeiten hier aufzuzeigen. Während der Session wird die Kamera deaktiviert sein, aber damit Sie mich gerade für den Start vielleicht auch kurz sehen können, wer jetzt gerade hinter dem Mikrofon spricht, werde ich kurz meine Kamera für den Start starten und sozusagen Hallo sagen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Name ist Juri Bayert. Ich unterrichte Mathematik, Physik und Informatik am Heisenberg-Gymnasium Bruchsal. Das ist eine Schule im Südwesten von Deutschland, so zwischen Karlsruhe und Heidelberg gelegen. Ein paar Worte werden vielleicht auch ein paar andere Teilnehmer kommen. Wir sind 2014, 2015 mit iPads bei uns in der Schule gestartet, haben mittlerweile eine 1:1-Ausstattung ab Klasse 9 von Schülerinnen und Schülern, auch mit Lehrern, also alle Lehrer bei uns sind mit iPads ausgestattet. Und meine Aufgabe ist es dort, neben natürlich dem eigentlichen Unterricht, auch so das Thema Digitalisierung voranzubringen und gerade im Fach Informatik auch mich zu engagieren und zu gucken, wie man da noch Sachen wie zum Beispiel hier die Drohnen reinbringen kann. So, und darum soll es jetzt heute Abend entsprechend gehen. Und gleich am Anfang auch direkt noch ein paar Hinweise. Das wurde am Anfang leider nicht gezeigt, da wurde die Animation irgendwie nicht korrekt abgespielt. Die Session ist grundsätzlich so angelegt, dass ihr alle bitte einfach zuhört, zuschaut und das soweit die Eindrücke auf euch wirken lasst. Das Ganze wird aufgezeichnet und im Nachhinein dann mit ein paar Tagen Abstand auf YouTube hochgeladen. Auch die ganzen Links kommen später und werden nochmal eingeblendet. Das heißt, auch da wird grundsätzlich während der Session eigentlich keine Zeit sein, dass ihr das ausprobiert. Aber ihr dürft natürlich gerne Fragen stellen und das bietet mir die Gelegenheit, euch auch kurz den Support vorzustellen. Das wird heute Abend der Jan machen, der euch insofern versucht, alle Fragen, die ihr stellt, soweit schnellstens zu beantworten und seine Finger über die Tastatur fliegen zu lassen. Und er wird mir am Ende dann auch noch die ein oder andere Frage zurufen. Und dass wir dann am Ende ein bisschen Zeit für eine Fragerunde haben, wenn sich da Fragen ergeben. Grundsätzlich solltet ihr alle eure Kameras deaktiviert haben, einfach gerade wenn viele Teilnehmer drin sind. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich noch heute Abend Lust dazu haben, werden es am Ende dann später sehen. Aber bitte deaktiviert eure Kameras alle und auch euren Mikrofon, was eigentlich schon eingestellt werden sollte. Ich werde auch im weiteren Verlauf meine Kamera deaktivieren, einfach um die gesamte Bandbreite zur Verfügung zu haben. Gerade wenn es um Code geht, ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr auch das Ganze scharf und nicht verpixelt seht, was natürlich immer wieder an eurer oder an der Internetverbindung auch von mir liegen kann. Auch da der Hinweis, dass es im Nachhinein alles aufgezeichnet wird, natürlich, beziehungsweise aufgezeichnet wird und ihr das Ganze auf YouTube anschauen könnt und wenn ihr auch der Meinung seid, okay, das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell, könnt ihr auch die Abspielgeschwindigkeit entsprechend runter oder vielleicht auch hochstellen, wenn ihr sagt, okay, warum redet der gute Herr so langsam? Also insofern, hier könnt ihr dann entsprechend das später noch anschauen und währenddessen dementsprechend einfach zuschauen. So. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu dem Sessionplan, was ich vorhabe. Heute soll es natürlich um das Thema Drohnen gehen, wie ich die mit Playgrounds umsetzen kann, einsetzen kann und erfolgreich im Unterricht implementieren kann. Und ich blende, während ich die Drohne zu Ende fliegen lasse, kurz auch meine Kamera schon wieder aus und dann kann es soweit losgehen. Und was ich heute mit euch machen will, lässt sich so ein bisschen in drei Teile einteilen. Zunächst mal habe ich eine kleine Drohnenkunde mit euch vor. Was ist an wichtigen Punkten zu beachten, wenn ihr Drohnen bei euch in der Schule im Unterricht einsetzen wollt? Anschließend will ich mit euch praktisch arbeiten und Swift Playgrounds vorstellen und wie man hier mit Drohnen arbeitet. Und am Schluss so ein bisschen den Blick nach vorne richten. Wie kann ich darauf aufbauen und im Unterricht tatsächlich dann diese Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler nutzen? Was kann ich auch an den bereitgestellten Playgrounds hier vielleicht noch ein bisschen optimieren, verbessern, sodass ich sie entsprechend einsetzen kann? Gut, dann starten wir
grundsätzlich mal, was diese Drohnen hier sind. Man sieht hier auf der rechten Seite ein kleines Video, was ich aufgenommen habe, was auch so ein bisschen das Ziel des zweiten Teils heute in der Session sein wird, euch vorzustellen, wie ich eine Fernsteuerung programmiere, sodass man hier die Drohne mit dem iPad steuert, also den Lagesensor des iPads an sozusagen die Drohne in Anführungsstrichen koppelt und mithilfe dieses Lagesensors die Drohne dann letztendlich steuert. Und insofern hier eine ganz gute Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, Erfolgserlebnisse mit nicht einer komplexen Programmierung zu sammeln, sondern wirklich Erfolgserlebnisse direkt zu haben und entsprechend Spaß an der Programmierung zu haben. Und auch wieder hier den Vordergrund, aktuelles Thema Drohnen, natürlich auch die Motivation, die dann hier mit reinspielt. Zunächst ein paar Worte, was ist eigentlich Swift? Man steckt in dem Namen von Swift Playgrounds entsprechend drin. Swift ist eine relativ moderne, neue Programmiersprache. Und das soll jetzt nicht abwertend verglichen mit älteren Programmiersprachen klingen, aber Swift ist verglichen mit älteren Programmiersprachen einen Ticken eher oder einfacher zu lernen. Das heißt, die Syntax ist einfacher, man braucht kein Semikolon am Ende. Und auch beispielsweise die Variablendefinition ist ein Stück weit einfacher geregelt. Natürlich kann ich auch komplexe Sachverhalte mit Swift umsetzen. Das heißt, sie ist grundsätzlich auch möglich, oder mit Swift ist es möglich, objektorientiert zu programmieren. Aber sie ist grundsätzlich dafür eigentlich entworfen worden, relativ schnell die Programmiersprache zu erlernen und auch entsprechend App-Programmierungen vorzunehmen. Und dafür ist sie optimiert und dafür kann sie entsprechend auch eingesetzt werden. Und nach dieser Vorrede zu der kleinen Drohnenkunde, wie ich das jetzt mal genannt habe, ich werde mich heute Abend auf die Drohne Parrot Mambo Fly konzentrieren. Aus ein paar Gründen, sie ist relativ günstig, sie ist relativ robust. Das Modell, was ihr jetzt gleich auf den Fotos sehen werdet, hat 2 Jahre auf dem Buckel und die sind eigentlich insofern ganz widerschnittsfähig und das heißt ja schon einiges, wenn das Ganze durch die Schülerhände wandert. Also insofern, es gibt noch diverse andere Drohnen, die sich sicher auch sehr gut einsetzen lassen. Zum Beispiel Tello hat auch eine Drohne, die sich mit Swift Playgrounds entsprechend einsetzen lässt. Aber aus den genannten Gründen fand ich diese Parrot-Drohne ganz passend für den Unterricht. Von daher, wie gesagt, die Konzentration darauf. Gerade auch hier der wichtige Punkt, den ich für den Einsatz bemerkenswert fand, dass man hier eine generelle Programmiersprache nutzen kann und keine eigene Symbole oder symbolische Programmiersprache nutzt von einem Hersteller, die jetzt wirklich sozusagen übergreifend nutzbar ist. Dann zunächst mal hier zu der Drohne von oben ein paar Erklärungen dazu. Und man sieht hier, ich habe die Drohne auch benannt, typisch Mathematiker, Alpha, Beta, Gamma, Epsilon etc. Einfach um die für die Schüler zu unterscheiden. Ich werde auch später erklären, wie man auch den Bluetooth-Namen entsprechend ändert. Man sieht hier 4 Rotoren, die sich in 2 unterschiedliche Richtungen drehen und hier außen solche Käfige. Tipp am Anfang, wenn ihr Drohnen für euch bestellt, bestellt ein paar Ersatzkäfige mit. Das sind die Bauteile, die eigentlich relativ schnell ein Stück weit darunter leiden. Das heißt, die man dann auch kostengünstig ersetzen kann. Was ab und zu bei dem Einsatz in der Schule passieren kann, ist, dass manchmal beim Abheben die Drohne so ein bisschen Schräglage hat und Probleme hat, sich auszudrehen. Dann ist meistens die Achse von diesen 4 Rotoren nicht mehr ganz gerade. Die kann man komplett von Hand reparieren, indem man einfach hier mit dem Finger ein bisschen die Achse nach links und nach rechts drückt und da kann man auch relativ wenig zimperlich vorgehen und dann kann man testen, indem man den Rotor dreht. Und wenn der Leitling läuft, hat man die Drohne eigentlich wieder instand gesetzt. Das ist echt erstaunlich. Selbst wenn ein voller Crash gegen die Wand mal erfolgt ist, kann man die Drohne insofern wieder zum Leben erwecken. Also, wenn ihr sie im Einsatz habt, nicht gleich irgendwie zum Hersteller zurückschicken, wenn sich die Drohne nicht mehr richtig steuern lässt, sondern einfach mal versuchen, die Achse entsprechend selber zurechtzubiegen. Das klappt. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt gegen keine Garantiebedingungen verstoßen, die der Hersteller aufgegeben hat. Aber nun ja, einfach als praktischer Tipp im Einsatz während des Schulalltags. Batterie kann man entnehmen, Batteriefach ist ja hinten. Und dazu auch noch gleich mehr. Von der Unterseite ein bisschen spannender, auch nochmal hier eine kleine Kamera ist eingebaut. Das heißt, man kann die Drohne auch für Aufnahmen nutzen. Werde ich auch ein kleines Beispiel noch dazu zeigen. Und daneben ein Ultraschallsensor, den die Drohne dazu nutzt, um zu erkennen, wann sie ihre Rotoren beim Landen abschalten kann. So, das war es erstmal vom Aufbau hier.
Von der Aufbewahrung habe ich es relativ simpel gehalten und auch entsprechend jetzt nicht super viel Zeit investiert. Man sieht hier die Boxen, die Drohnen bereits während der Lieferung mitbekommen haben, einsortiert in einen weißen Plastikkasten mit entsprechendem Netzteil und einer Steckerleiste. Einfach als Aufbewahrung, das hat sich so im Schulalltag bewährt. Da kann man sicher noch mehr Zeit investieren und das noch hübscher machen, aber fand ich ganz praktisch und funktioniert auch schnell zum Austeilen und beim Einsammeln wieder. Tipp: Auf jeden Fall holt euch so ein Ladegerät, mit dem man auch mehrere Akkus laden kann. Diese Akkus kriegt man auch relativ günstig dann nochmal entsprechend extra. Da wieder auch wahrscheinlich die Frage, die von eurer Seite aufkommen wird, wie lange hält denn so die Batterie während des Schulalltages? Und logischerweise für eine 45-Minuten-Stunde hält eine Batterie nicht aus. Also gerade wenn die Drohne öfter im Einsatz ist, längere Flugmanöver fliegt, dann braucht man schon circa für eine Drohne schon zwei Batterien, die dann genutzt werden können. Und von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man hier, nein, jetzt habe ich den Zoom angeschaltet, wenn man hier so eine Ladebox hat und mit entsprechend extra Akkus dann noch an den Start geht. So, und so viel grundsätzlich zu der Aufbewahrung. Wenn man die Drohne zum ersten Mal verbindet, wird man feststellen, dass sie einen Namen hat, mit dem man sie identifizieren kann. Allerdings, dass dieser Name nicht sehr praktisch ist, um sie bei verschiedenen Schülergruppen oder Schülern zu unterscheiden. Und es gibt eine Hersteller-App, die nennt sich auch Parrot Fly, Fly Mini müsste die App heißen. Und mit dieser App kann ich die Drohne umbenennen, ganz praktisch, und sie entsprechend auch eindeutig benennen, sodass der Schüler oder die Schülerin das Ganze auch schnell findet. Und das mache ich, indem ich in die App reingehe und dann hier in diesen oberen Bereich drauf tippe. Und wenn ich da drauf tippe, komme ich auf die Drohne. Und ich muss die Drohne natürlich verbunden haben. Ohne dass die Drohne verbunden ist, geht es nicht. Und wenn ich dann die Drohne verbunden habe, sehe ich hier oben so einen ganz kleinen Stift. Und man sieht, ich habe die Drohne Epsilon benannt, unkreativ. Ich weiß, ihr findet einen besseren Namen. Und so findet man auch dann die Drohne eindeutig, wenn man sie drauf beschriftet, gerade wenn mehrere Drohnen gleichzeitig im Einsatz sind und man in einem kleineren Raum ist beispielsweise, dann findet man natürlich die ganzen Drohnen und dann gibt sich dann Schwierigkeiten im Entscheiden. Auf jeden Fall umbenennen. Ab und zu mal setzen sich die Namen zurück. Das passiert auch gerade nach Updates, wenn man die Drohne eine neue Firmware aufspielen lässt. Dann sollte man auf jeden Fall checken, sieht man aber auch relativ gleich, wenn die Schüler melden sich, hey, was ist denn meine Drohne? Dann kann man sie entsprechend schnell mit der App wieder umbenennen. So. So viel als kleine Drohnenkunde für den Start. Und jetzt will ich mit euch programmieren und euch zeigen, wie diese Drohne letztendlich zu steuern geht. Und dafür wechsle ich in die App Swift Playgrounds und habe hier jetzt schon einiges runtergeladen. Das ist wahrscheinlich bei euch noch nicht so voll. Und ich zeige euch erstmal, wie ihr zu diesem Playground oder zu den Playgrounds kommt, mit dem man die Drohne steuern kann. Dazu geht man rechts unten auf alle Anzeigen und sieht dann hier eine Übersicht über alle Playgrounds, die gerade vorhanden sind. Und die Playgrounds für die Drohne sind ganz unten zu finden, wenn ich ganz runter gehe. Und im unteren Bereich hier ganz nach rechts scrolle. Boah, sind die Bilder noch nicht reingeladen, alle. So, da. Und hier findet man externe Veröffentlicher, die man auch mit reinladen kann. Wenn ich hier drauf tippe, muss ich rechts oben auf Abonnieren gehen. Das ist jetzt bei mir schon ausgegraut, da ich diesen Hersteller abonniert habe oder diesen Anbieter für Playgrounds. Und von daher könnte ich hier die Drohnen-Playgrounds für die Parrot-Drohnen entsprechend hier aktivieren. Ich habe es vorhin erwähnt, es gibt noch eine zweite Drohne-Implementation hier für eine Telodrohne und auch die ist sicher keine schlechte Möglichkeit. Und wenn ihr das macht, dann findet ihr hier zwei Playgrounds. Der linke ist der Unterrichtsgang, auf den ich am Anfang draufgehen werde. Und hinten gibt es eine Parrot-Vorlage, die ihr nutzen könnt und die ich später auch noch zeigen werde. Gut, wir laden das mal und dann taucht es hier auf. Ich breche das jetzt auch direkt wieder ab, damit ihr es einfach gesehen habt, weil ich habe es schon runtergeladen und wir wollen ja nicht warten, sondern wollen uns das Ganze mal genauer anschauen. Ich gehe in den Drohnen-Playground rein. Und zunächst mal wird eine Einführung angezeigt.
kennt ihr wahrscheinlich auch schon, wer auch schon beim Swift Playground Einführungsworkshop letzte Woche dabei war, vorletzte Woche dabei war, wird auch schon festgestellt haben, okay, das ist so ein bisschen ähnlich zu den ganzen normalen Playgrounds, die hier drin sind. Da will ich jetzt einfach überspringen und mal auf den ersten Playground hier gehen. Man muss zunächst mal bestätigen, dass sich hier das iPad mit der Drohne verbinden kann, mit externen Geräten verbinden kann und dann kann ich eigentlich auch schon starten. Und hier wird zunächst mal eine Einführung angezeigt. Und hier, dieser Playground ist grundsätzlich dafür da, um Start und Landung erstmal zu üben. Das heißt, man kann den Schüler dann entsprechend durchlesen lassen, wie auch bei den nächsten Playgrounds, werde ich auch nochmal zeigen. Und wenn man einmal tippt, und zwar auf den linken Codebereich, bekommt man an der unteren Seite hier Befehle eingeblendet. Wer schon mit Swift Playgrounds programmiert hat, wird feststellen, okay, ich brauche eigentlich gar nicht die Tastatur groß, nur an ganz wenigen Stellen. Das heißt, hier auch eine ganz gute Umsetzung, wie ich Swift, wie ich programmieren kann, ohne tatsächlich die ganze Zeit immer die Tastatur verwenden und benutzen zu müssen. Und am iPad insofern eine ganz gute Umsetzung. So, und das machen wir jetzt mal. Und zwar lassen wir die Drohne erstmal abheben. Dann sollen wir ein paar Sekunden warten. Das reduziere ich jetzt ein bisschen, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Und anschließend fügen wir noch einen Landbefehl ein. Und jetzt können wir die Drohne verbinden. Und ich habe die Drohne auch gerade verbunden. Ich dachte mir, hey, wenn du einen Drohnenworkshop machst, muss eigentlich eine kurze Live-Vorführung rein, auch wenn es jetzt natürlich schlecht geht und wahrscheinlich ich auch nicht der Drohne nachjagen möchte, wenn wir später die komplizierten Flugmanöver machen, aber so ein bisschen so den einfachen Playground will ich euch direkt zeigen und deswegen schalte ich auch meine Kamera und dann können wir mal gucken, wie das Ganze hier aussieht und wir versuchen mal hier das Ganze live zu zeigen. Ich schalte auch meine Kamera an meinem iPad, wähle jetzt den Swift Playground, ziehe ihn mir rein. So, und dann habe ich insofern Kamera und Drohne hier nebeneinander. Und sehe auch hier meinen ganzen Code und kann insofern hier auch Film erstellen parallel und gleichzeitig hier den Playground im Blick behalten. Dann starte ich mal das Programm. Die Drohne hebt ab. Und die Drohne landet. So, und das passiert das eine oder andere Mal und man sieht, die Drohne hat das relativ schadlos überstanden und insofern hier ein erstes Programm und wir haben das erfolgreich gemeistert. Juhu, und wir können weiterschauen. Ich schalte wieder auf den Playground und schaue mal mit euch weiter, wie das hier in den nächsten Playgrounds weitergeht. Was jetzt folgt, wenn man auch in die Kapitelliste guckt, ist, dass jetzt grundsätzlich die ersten Befehle eingeführt werden. Gas geben, also in dem Fall nach oben gehen, rollen, knicken, gieren etc. steht auf dem Programm und das Ganze auch entsprechend mit Programmierbefehlen. Das heißt, auch hier werden entsprechend Funktionen dann im weiteren Verlauf eingeführt. Wir schauen mal kurz trotzdem in diese kleine Programmierung rein hier von diesem zweiten Playground. Und man sieht auch im unteren Bereich, hier sind jetzt mehr Befehle dazugekommen. Das heißt, es wird ein bisschen komplexer werden. Und auch hier wieder ist die Programmierung relativ einfach. Wenn man hier auf Take-off klickt, ist es hier drinne. Dann soll man hier auch den Move-Befehl einsetzen. Und man sieht hier, dass man hier an sich eine komplexe Programmierung relativ einfach umsetzt und hier einen Befehl entsprechend umsetzt. So, und dann am Schluss dann noch einen Land-Befehl oder einen Wait-Befehl einfügt. Und so gestalte ich meine Programme für die Drohne. Ich will jetzt gar nicht so viel ausführlicher weitermachen, weil ich glaube, das ist für diesen Moment schon soweit ganz gut klar geworden, sondern mehr jetzt mit euch zusammen ein bisschen weiterschauen. Wie geht's denn in den nächsten Herausforderungen weiter? Und eine Herausforderung, die ich mit euch anschauen will, ist die Herausforderung horizontales Quadrat. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, naja, wenn jetzt da in der Schule verschiedene Gruppen von Schülern verschiedene Drohnen durchs Zimmer steuern, das ist doch echt, das kann etwas kurz werden. Und natürlich muss man hier an der Stelle auch wieder Möglichkeiten implementieren und mit den Schülern besprechen, wie das Ganze safe abzuwickeln. Und eine Möglichkeit ist, das Ganze auch entsprechend durch die Schülerinnen und Schüler planen zu lassen. Und Planungsmöglichkeiten, da gibt es einige. Zwei werde ich vorstellen und eine schauen wir uns direkt jetzt mal an. Nämlich, man kann das Ganze entsprechend auch in diesem Fall Kino simulieren lassen.
Und zwar kann ich mit Keynote auf eine relativ einfache Möglichkeit eine Simulation des Programms ablaufen lassen, um ein Stück weit einen Plan zu entwickeln, was hier tatsächlich zu tun ist. Und das will ich euch mal zeigen, wie das Ganze geht. Und wir schauen mal in die entsprechende Folie rein. Die habe ich nämlich schon vorbereitet. Wie kann ich in Keynote so eine einfache Drohnensimulation machen, um letztendlich auch die Schülerinnen und Schüler einen Plan entwickeln zu lassen, was jetzt konkret hier zu machen ist und schon wirklich testen zu lassen, kann mein Programm oder kann mein Plan klappen oder gibt es Probleme mit Kollisionen an den Wänden etc. Und zwar kann ich die Simulation einfach so machen, indem ich hier so eine Drohne erstelle, entweder als Symbol oder in meinem Fall als Drohnenbild, womit ich den weißen Hintergrund ausgeschnitten habe. Und wenn ich da einmal drauf tippe und auf Animieren gehe, kann ich jetzt hier Pfade erstellen. Und zwar kann ich jetzt über unten Aktion hinzufügen, Pfade erzeugen, zum Beispiel so. Und jetzt ziehe ich erstmal die Drohne hier rüber. Und anschließend, wenn in diesem Fall die Drohne ein horizontales Quadrat fliegen soll, kann ich jetzt weitere Befehle hinzufügen. Zum Beispiel kann ich sagen, Drohnen drehe. Und dann tippe ich jetzt hier auf die Drohne drauf und stelle jetzt hier ein, wo sie sich hindrehen. Zum Beispiel soll sie sich beim horizontalen Quadrat 90 Grad nach rechts drehen. Gut, und insofern habe ich die Aktion fertig und kann hier weitere Pfade erzeugen und hinzufügen und so eine Simulation aufbauen. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden, was dem Schüler oder der Schülerin hilft, wirklich erstmal zu visualisieren, was soll meine Drohne machen, wie lang soll sie irgendwo hinfliegen, welche Bewegungen soll sie machen und natürlich am Ende sich das Ganze auch hier anzuschauen, indem die Animation abgespielt wird und der Plan erläutert wird. Eine erste Möglichkeit, um letztendlich hier den Programmplan, einen Programmplan zu erstellen, auf eine ein Stück visualisierte und intuitive Weise und gleichzeitig hier auch was über Keynote noch zu lernen. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, wie man hier einen geschickten Plan machen kann, ist über ein Flussdiagramm. Ich bin ein großer Fan von Flussdiagrammen oder PUBS, wie sie auch manchmal kurz abgekürzt genannt werden. Auch hier wieder die Möglichkeit, entweder für die Schüler etwas vorzugeben oder die Schüler selber planen zu lassen. Und dann kann man hier auch geschickt das Ganze einblenden lassen, indem man hier den Playground komplett ausblendet, beziehungsweise hier die linke Seite maximiert, in die Fotos reingeht, wo jetzt gerade schon mein Programmablaufplan drin ist und hier ein Programmablaufplan, der jetzt im Prinzip zeigt, wie so ein horizontales Quadrat aussieht. Und man kann jetzt hier letztendlich den Schüler programmieren lassen, gleichzeitig mit einem visualisierten Plan, wie das Ganze aussehen soll. Natürlich auf einer höheren Komplexitätsstufe, aber auch wieder mit dem Ziel, möglichst sicher die Drohnen fliegen zu lassen. Und da kann man auch wieder das Ziel ausgeben, dass eine Drohne möglichst wenig mit anderen Objekten, mit anderen Menschen kollidieren soll und dass auch letztendlich hier das ein Teil des erfolgreichen Projektabschlusses darstellt. Also so viel als Möglichkeiten, wie ich hier mit den Schülern arbeiten kann und sie dafür sensibilisieren kann, dass Kollisionen mit Drohnen entsprechend zu vermeiden sind. Gut. Dann springen wir auf den letzten Playground und gucken uns mal an, wie hier, beziehungsweise auf letztes Kapitel, wie hier der Fernstück entsprechend implementiert wird. Und beim letzten Kapitel wird tatsächlich der Lagesensor des iPads mit der Drohne gekoppelt. Ich blende gleich nochmal das Video ein. Man sieht hier, dass verschiedene Zustände vom iPad abgefragt werden auf eine relativ einfache und intuitive Weise und in diesem Fall dann dadurch die Bewegung der Drohne gesteuert wird. Und ich habe gerade schon angekündigt, das schauen wir uns mal kurz an und das Video habe ich hier nochmal eingefügt. Und in diesem Fall, na, jetzt habe ich eine Folie zu früh rein. So. Und in diesem Fall funktioniert so, dass man natürlich hier das iPad in die entsprechende Richtung bewegt, dreht. Es funktioniert auch das Schütteln. Also auch das Schütteln kann für einen Befehl genutzt werden, indem die Drohne hier einen Flip macht, also sozusagen Salto macht, oder nach oben oder nach unten steuert. All das kann entsprechend hier in die Fernsteuerung implementiert werden.
Ich hoffe, das Video kommt soweit einigermaßen ruckelfrei bei euch rüber. Aber auch hier der Hinweis, wenn nicht, im Anschluss daran gibt es das YouTube-Video, wo ihr das nochmal anschauen könnt. Und in diesem Fall lernen die Schülerinnen und Schüler hier grundsätzlich, wie man diese Möglichkeiten verwendet. Und anschließend im nächsten Playground werden dann oder soll dann diese iPad-Fernsteuerung programmiert werden. Auch hier wieder die Möglichkeit, wenn wir reinschauen, hier wird schon ein Beispiel Programmierung geliefert über Switched und Case. Hier wieder eine Möglichkeit für gute Schülerinnen und Schüler, auch das entsprechend über if-else zu regeln. Hier kann man wieder entsprechend Möglichkeiten finden, wie man auch differenzieren kann hier in diesem Playground. So viel zum Thema Swift Playgrounds und die Parrot-Drohne mit dem vorbereiteten Playground. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt ja noch einen weiteren Playground, der eine freie Basis darstellt. Und in diesen Playground will ich mal mit rein schauen und euch mal hier noch weitere Möglichkeiten zeigen, wie man hier starten kann. Und insofern kommen wir jetzt zum dritten. Ich springe kurz wieder in meine Präsentation rein. Was kann man jetzt insofern mit diesem freien Playground machen, wenn man nicht an die Arbeitsaufträge hier gebunden ist, beziehungsweise die Arbeitsaufträge abarbeiten möchte, die in diesem Start-Playground drin sind? Und eine erste Möglichkeit, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Drohne hat eine Kamera an der Unterseite. Ich kann hier auch die Drohne ideal einsetzen, um einen Algorithmus zu schreiben, der den Schulhof abfliegen lässt und gleichzeitig Fotos aufnimmt, um den Schulhof zu bemessen. Das sind einfach ein paar Beispielfotos, damit keine Schülergesichter drauf sind. Und das waren jetzt etwa ca. 4 Meter, 5 Meter Höhe. Das heißt, ich muss schon entsprechend mir überlegen, wie fliege ich den Schulhof ab und wie setze ich die Fotos zusammen. Also auch wieder ein sehr praktischer und ich glaube auch motivierender Arbeitsauftrag, den man die Schülerinnen und Schüler geben kann. Natürlich bieten sich auch komplette andere Möglichkeiten an, wenn man jetzt beispielsweise Richtung Aerodynamik und was passiert eigentlich mit der Drohne gehen will, darauf will ich jetzt an der Stelle nicht eingehen, sondern einfach nochmal in diesen freien Playground reinschauen und gucken, was ich da machen kann. Also hier erste Idee, Fotos mit der Drohne aufnehmen und das Ganze zum Vermessen des Schulhofs nutzen. Und dann springen wir ins Playgrounds mal in diesen freien Playground. Den habe ich jetzt hier auch schon heruntergeladen und den findet man entsprechend auch auf alle Anzeigen neben dem vorbereiteten Playground Parrot Education. Und wir schauen mal in die Playground rein. Und der hat hier auch wieder die Abfrage, dass man Bluetooth verwenden kann. Natürlich nur eine Seite. Und wenn ich hier drauf tippe, dann finde ich hier an Unterseite alle Befehle, die die Drohne hier nutzen kann. So, das ist einerseits klingt das ganz gut, aber wenn ich jetzt ein Stück weit weitergehen will und sagen kann, okay, wir jetzt eigentlich alle Programmierungen auch mit der Drohne umsetzen, vielleicht auch Objektorientierung mit der Drohne umsetzen, dann fehlen mir jetzt die ganzen Befehle, die Swift eigentlich kann. Und da kann man jetzt ein bisschen auch Hand anlegen an dem Playground und diesen Playground ein bisschen bearbeiten. Weil das Schöne ist, man braucht zwar einen Mac-Rechner, MacBook oder einen Stand-PC, weil man Xcode braucht, aber wenn man Xcode zur Verfügung hat, dann kann man dieses Playground mal öffnen und da mal versuchen, ein paar Veränderungen einzustellen. Das will ich euch jetzt an dieser Stelle zeigen, weil man kann hier eine kleine Sache ändern und dann werden alle Befehle, die Swift auch kann, tatsächlich angezeigt. Ich springe kurz in mein Xcode rein, was ich schon geöffnet habe. Und jetzt solltet ihr insofern die Vorlage von dem Parrot Playground sehen. Und wenn man jetzt in Xcode mal ein bisschen tiefer in dieses Buch einsteigt, dann kann man da einiges ändern. Ich werde auf einen Punkt eingehen. Man sieht auch überall die Hinweise wegen Weitverbreitung etc. Von daher hoffe ich nicht, dass heute Abend eine Drohne über meinem Haus fliegt und kontrollieren will, was ich noch alles ändere. Nein, Spaß beiseite. Wenn man hier in die Contents.swift-Datei geht, in dem Vorlagen-Playground, sieht man hier einige Sachen, die schon eingestellt sind bei diesem Playground. Man sieht einige Befehle, die eingeblendet werden und man sieht hier Code Completion Everything. Und dort steht Hide. Und wenn ich jetzt hier Show eingebe,
werden alle Befehle, die auch in Swift sonst möglich sind, hier eingeblendet. Ich glaube, diese kleine Änderung darf ich hier zeigen. Und insofern ganz praktisch, wenn man die Drohne jetzt auch einsetzen will, ich habe schon erwähnt, um objektorientiert zu programmieren. Und den Playground habe ich drüber geladen und deswegen beende ich jetzt die Xcode-Freigabe, habe euch gezeigt, wie das Ganze geht. Wer noch weiter da schauen will, dann wird man oder der wird feststellen, okay, da kann man einiges mehr noch hier machen mit diesem vorgegebenen Playground. Ich beende die Freigabe und switche wieder auf mein iPad. Ihr solltet jetzt wieder mein iPad sehen. Und ich gehe jetzt mal in diese vorbereitete. Nein, die sollte eigentlich leer sein. Jetzt war ich schon voll. Dann lösche ich mal kurz das raus, was ich eigentlich mit euch machen wollte. So. Gut. Jetzt hat man schon ein bisschen gesehen, was ich jetzt machen wollte, aber ist natürlich jetzt kein Nachteil, weil es ging jetzt wahrscheinlich auch relativ schnell. Ich habe ja schon gesagt, dass man natürlich auch die Drohne dafür einsetzen kann. Bei Swift kann objektorientiert programmieren oder Objektorientierung umsetzen. Und insofern wollen wir das jetzt hier auch mal machen. Und eine Möglichkeit, wie ich das Ganze umsetzen kann, ist, dass ich hier für die Drohne ein Struct definiere. Und man sieht, Code Completion unten ist an und wir stellen uns jetzt ein Objekt Drohne und können jetzt hier entsprechend der Drohne bestimmte Funktionen zuweisen. Zum Beispiel können wir jetzt der Drohne die Funktion zuweisen, dass sie starten können soll. Und hier auch wieder ein schöner Punkt. Einerseits links ist die ganze Zeit die Korrektur des Codes und ihr werdet gerade festgestellt haben, wie ich gerade runde Klammern gemacht habe, dass man hier die Tastatur entsprechend intuitiv nutzen kann. Nämlich, ihr seht hier die ganzen Klammern hier oben drüber. Das ist nämlich nicht die normale iPad-Tastatur, sondern eine Tastatur, die schon eckige Klammern, runde Klammern, geschweifte Klammern hier drin hat. Und das ist eigentlich schon fast genial. Auf einem normalen PC sucht man öfters, wo ist denn das? Hier auf dem iPad geht es zwar schneller, indem man hier so schräg zieht, kann ich auch alle Klammern reinmachen. So, wunderbar. Und insofern kann ich jetzt hier die Funktion definieren, indem ich hier sage, Funktion starten soll hier die Drohne hier in die Luft bringen. So, und ich habe einen ersten Befehl definiert. Und jetzt kann ich auch tatsächlich komplexere Befehle definieren, wenn wir jetzt an den letzten Arbeitsauftrag gehen, dass wir hier unsere Drohne ein horizontales Quadrat fliegen lassen. Folgen kann ich jetzt hier entsprechend auch eine Methode definieren, um ein Quadrat zu fliegen. Und zum Beispiel könnte ich jetzt hier eine Vorschleife implementieren. Mache ich das hier mal und nutze auch wieder hier die kurzen Zugriffsbefehle, um zu sagen, dass sie viermal entsprechend einen Befehl ausführen soll. Zum Beispiel soll sie nach vorne fliegen. Move. Direction zum Beispiel soll sie vorne fliegen für 2 Sekunden und sie soll anschließend zum Beispiel auch drehen. Und dann sieht das funktioniert relativ fix, dass hier entsprechend die Befehle eingeblendet werden hier man den Code programmiert hat. Auch ohne Tastatur, ausschließlich am Bildschirm. Und jetzt kann ich hier mein Objekt nutzen, was ich hier definiert habe. Ich habe jetzt ein Struct genommen, weil es entsprechend auch schneller einfach funktioniert und ich keinen Konstrukt hier brauche, um den zu definieren. Dann kann ich jetzt hier mein Objekt definieren. Und sagen, wie soll meine Drohne heißen? Heißt Epsilon. Und kann jetzt hier sagen, naja, das ist jetzt meine Drohne. Und ich habe mein Objekt definiert und kann jetzt sagen, hey, Drohne, starte mal
Und Drohne, flieg mal das Quadrat. Insofern hier die Möglichkeit, auch Objektorientierung mit dieser Drohne umzusetzen. Ich finde das ein ganz cooles Thema. In der Kursstufe zum Beispiel setze ich Objektorientierung immer mit oder habe ich bisher immer mit einem Lego-Mindstorms-Roboter umgesetzt und hier auch die Möglichkeit, das Ganze entsprechend mit einer Drohne umzusetzen und jetzt hier anzufangen. Man kann jetzt ein bisschen weiterspinnen, um euch ein paar Ideen zu geben. Man könnte jetzt hier auch entsprechend Aerialisten verwenden, um Drohnenaufträge abarbeiten zu lassen, die sortieren zu lassen, in der kürzesten Laufzeit abarbeiten zu lassen. Und man sieht, man hat jetzt hier auch nach oben in der Komplexitätsstufe eigentlich relativ ja, freie Möglichkeiten. Und insofern jetzt hier von meiner Seite aus ein kleiner Cut, was die Drohnen selber angeht. Und ich will mit euch ein bisschen schauen, wie man diese Kenntnisse, die man jetzt über Drohnen angeeignet hat, auch in Swift Playgrounds entsprechend weiter nutzen kann. Es hat sich paar, oder Swift Playgrounds hat sich in ein paar Punkten ein bisschen verändert. Und zwar will ich mit euch jetzt einen leeren Playground anschauen. Den kann ich jetzt wieder bei alle anzeigen. Und über Ausgangspunkte herunterladen. Vielleicht noch ein Stichwort dazu. Ich habe gerade Xcode verwendet. Ganz rechts gibt es auch noch meinen Playground, den ich in Xcode direkt weiter bearbeiten kann. Aber wenn ich jetzt noch auf dem iPad arbeite, reicht mir eigentlich ein leerer Playground. Und in den schaue ich jetzt auch mal rein, weil hier gibt es einige Punkte, die man auch entsprechend noch erwähnen sollte, gerade durch die letzten Änderungen. Und zwar kann ich mittlerweile auch als Playgrounds diese Vorlage nutzen, um hier Module zu erstellen, um mehrere Seiten zu erstellen und um meinen Code auf mehreren Seiten zu verteilen. Das heißt, ich kann auch den Shared Code Bereich nutzen, um öffentliche Methoden und öffentliche Funktionen zu definieren und daraus in meiner Main-Datei darauf zurückzugreifen. Das heißt, gerade wenn ich Objekte definiere, ist es wunderbar möglich. Also hier eine ganz gute Möglichkeit, wie ich das Ganze nutzen kann. Ich auch mittlerweile. Gut. Gegen das Mikrofon gerade kommt. Man kann auch mittlerweile die Konsole einbinden und hier die Konsole nutzen, um etwas anzuzeigen. Also wenn ich zum Beispiel hier das klassische Hello World Ausrufezeichen einblenden will, dann kann ich das hier nutzen und das Ganze wird rechts in der Konsole angezeigt. Also hier auch eine Möglichkeit mittlerweile, das Ganze hier wirklich komplett im Swift Playground zu nutzen. Und jetzt nochmal ein Step Up. Ich habe mir noch ein Beispiel vorbereitet, was jetzt nicht mehr mit Drohnen zu tun hat, aber einfach so ein bisschen, um auch zu zeigen, was alles auch letztendlich hier drin geht. Zum Beispiel, ja, könnte ich das hier gerade nehmen, die Fibonacci-Zahlen. Ein Beispiel, was hier auch beispielsweise für Rekursion verwendet, hier iterativ umgesetzt. Dann kann ich das Ganze hier auch schrittweise ablaufen lassen, um beispielsweise Schülerinnen und Schüler den Code nachvollziehen zu lassen. Und das Schöne ist dann in diesem Fall, dass hier der Code wirklich schrittweise in diesem Fall hier durch den Compiler abläuft und ich mir auch bestimmte Punkte hier anzeigen lassen kann. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mir anzeigen lassen, wie verändern sich die Variablen und was passiert hier mit welcher Variable. Und mir letztendlich auch bei manchen Variablen mir Graphen anzeigen lassen, wie groß und wie stark die sich jetzt in diesem Fall verändern. Und das Ganze hier komplett in Swift Playgrounds. Also einfach nur ein bisschen ein paar Möglichkeiten hier vorzustellen. Eigentlich gar nicht mit dem Bereich Drohnen zu tun hat, aber glaube ich, ganz guter Punkt ist, um so ein bisschen die Möglichkeiten zu zeigen. Ich stoppe das Programm, gehe wieder zurück wieder in den allgemeinen Bereich. Und jetzt noch am Schluss vom allgemeinen Teil noch ein paar Hilfen, gerade wenn ihr sagt, ihr würdet gerne Drohnen einsetzen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz gut auch mal vielleicht, wenn man noch nicht im Unterricht damit gearbeitet hat, vielleicht eine AG damit zu starten. Da gibt es einige Hilfen, die euch dazu weiterhelfen. Und zwar gibt es einige Handreichungen und Bücher. Ich gehe mal kurz in die Bibliothek dafür rein, die ich mir angelegt habe. Zum Beispiel gibt es eine ganz gute Handreichung über Coding Clubs, wie ich eine AG starten kann und Ideen für diese AG, die ich dafür nutzen kann. Also auf jeden Fall empfehlenswert, hier reinzuschauen. Und daneben gibt es noch einige Bücher,
Swift Playgrounds und den Start mit Swift Playgrounds ganz gut nochmal erklären und hier auch einige Möglichkeiten hier aufzeigen, wenn man mit Swift Playgrounds startet. Gut, so viel zu der Einführung. Jetzt bin ich relativ fix, glaube ich, durch gewesen, aber dafür bleibt noch Zeit für Fragen und deswegen meine Frage an den Support. Jan, Jan, hast du ein paar Fragen für mich oder Punkte, die Teilnehmer gefragt haben? Ja, Juri, ich hoffe, ihr hört mich gut. Vielen Dank für den Input. Und ja, es gibt ein paar Fragen. Ich würde einfach mal anfangen, der Reihe nach. Und die erste Frage war ganz einfach, die kannst du wahrscheinlich super schnell beantworten. Wie viele Minuten hält etwa der Akku, also wie viele Flugminuten? Also das hängt natürlich ein Stück weit wieder von den Flugmanövern ab. Also wenn man viele Loopings fliegt, sehr viel Bewegungen macht, dann entsprechend weniger, aber man kann circa 6 bis 10 Minuten mit der Drohne fliegen. So in dem Bereich. Okay, super, vielen Dank. Und dann gleich die andere Frage, die kam relativ früh schon. Und zwar, ich lese die einfach mal genauso vor. Ist es ratsam, als kompletter Anfänger mit einer Mini-Drohne zu beginnen? Oder soll man gleich die Parrot nehmen? Die Parrot-Drohnen, okay, die Frage ist ganz interessant, weil es gibt von Parrot auch diverse andere Drohnen. Insofern ist die Frage, wenn sie auf die Parrot Mambo bezogen ist, eigentlich relativ eindeutig mit zu beantworten, weil die Drohne ist eigentlich ideal für Einsteiger. Und das Schöne hier wieder ist, natürlich kann ich sie mit der Fernsteuerung steuern, aber das Tolle ist ja, dass man sich gerade durch die Programmierung Gedanken machen kann mit den Schülern zusammen, wie funktioniert so eine Steuerung überhaupt? Und Thema Aspekt Sicherheit, wie plane ich einen Flugablaufplan, so dass niemand zu Schaden kommt? Und von daher ist es, glaube ich, ein ideales Mittel, um damit anzufangen. Sie ist relativ klein. Ich habe es vorhin auf den Fotos, denke ich, auch ganz gut gezeigt. Das ist so Handgröße. Von daher geht da auch nicht viel kaputt, wenn sie irgendwo dagegen fliegt. Sie ist relativ widerstandsfähig. Also von daher ist es ein sehr, sehr gutes Einsteigerobjekt. Ja, wenn ich kurz ergänzen darf, ich kann das vollumfänglich bestätigen. Ich habe bei uns in der Schule auch mit der Parrot Mambo angefangen und die ist wirklich super cool und vor allem sind die Ersatzteile sehr günstig, wenn mal was kaputt geht. Definitiv. Ja, und dann Gut, noch hast du noch eine weitere Frage? eine, genau, eine gibt es noch und zwar zu deinem letzten Beispiel, gerade eben mit den Variablen. Da ist die Frage, ich zitiere, du hast eben die Kursstufe erwähnt. Empfiehlst du die Grundlagen auch für eine 8. Klasse? Es soll für einen Wahlpflichtkurs gedacht sein, für die Grundlagen der Informatik. Ich habe jetzt heute gerade versucht, wirklich alles abzudecken, weil auch gerade die Workshop-Beschreibung so war, sodass ich gerechnet habe, okay, es kommt vielleicht jemand rein, der noch nicht so viel programmiert hat. Und ich wollte alles abdecken, bis zu jemand, der auch tatsächlich das überlegt, in der Kursstufe oder Richtung Kursstufe, 10. Klasse, 9. Klasse einzusetzen. Und gerade jetzt beispielsweise der Einführungs-Workshop, den ich jetzt hier gerade so gezeigt habe, hier Parrot Education, die ist wunderbar aus meiner Sicht in der 8. Klasse umsetzbar. Ich denke, dass das gerade von den Befehlen, wenn man auch da wieder als Lehrer in Einführungsphasen entsprechend das Ganze erklärt, auch mal so eine Simulation einbaut, wie ich es gerade mit Keynote gezeigt habe, kann man das wunderbar da einsetzen. Ich denke, dass das ist da keine Unmöglichkeit und hat auch entsprechend Differenzierungsmöglichkeit für stärkere Schülerinnen und Schüler. Das, was ich danach zur Objektorientierung gemacht habe, würde ich eher auf eine spätere Klassenstufe schieben. Da muss man einfach gucken, ob man das vielleicht zur Differenzierung nutzt, aber würde ich jetzt eher weniger als in der 8. Klasse einsetzen. Ja, super, vielen Dank. Damit haben wir eigentlich die Fragen durch. Ganz am Anfang kam noch eine Frage, die wurde zwar schon selber beantwortet, aber ich denke, die ist trotzdem für alle interessant. Wie war die App, mit der du die Drohnen umbenennst? Das ist die App von Parrot. Mambo Mini müsste die heißen. Parrot Mini. Die findet man relativ leicht im App Store.
Und es müsste auch die einzige App sein, die Mini heißt von Parrot. Von daher findet man, müsste man die eigentlich ganz gut finden. Und ja, ich kann mal gleich versuchen, ob ich noch den Link zum App Store rausfinde in den letzten Minuten, weil ein paar Infos habe ich noch für euch. Und damit leite ich auch über zu ein paar allgemeinen Infos. Nämlich einerseits, ich habe am Anfang erwähnt, dass das Ganze gefilmt wird und das Ganze landet auf unserem YouTube-Kanal hier. Der Link ist eingeblendet mit QR-Code und wird, glaube ich, auch nochmal vom Jan in den Chat reingeschrieben. Schaut doch da mal vorbei. Da sind schon ganz, ganz viele weitere Infos vom Festival of Learning drinne, die sich, glaube ich, lohnen anzusehen. Gut. Dann noch ein weiterer Hinweis, gerade wenn es um Thema Fortbildung geht, gibt es das Apple Teacher Programm, wo sich auf der Webseite, man meldet sich mit seiner Apple ID an, hier auch mit dem QR-Code direkt zugreifbar für euch, wo sich interessante Möglichkeiten dann noch bieten, wie man zusätzliche Sachen zur iPad-Verwendung erfahren kann. Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt für Swift Playgrounds diverse Materialien und die könnt ihr hier über diesen Link erreichen. Und auch hier auf die Bücher zugreifen, gerade für jemanden, der noch nicht so viel mit Swift Playgrounds gearbeitet hat, bevor die Drohnen eingesetzt werden, glaube ich, ganz sinnvoll, erstmal grundsätzlich mit dem Playground und Swift Playgrounds hier sich einzulesen. Und kurzer Hinweis noch zum Edufunk-Podcast, der euch auch aktuelle Themen wieder aktuell umsetzt und hier interessante Folgen bietet. Also schaut auch da mal gerne oder hört da mal gerne rein. Und zum Schluss noch die Bitte an euch, wenn euch das Ganze gefallen hat oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wir sind euch dankbar. Oder wenn ihr auch nur loswerden wollt, dass ich euch die ganze Zeit geduzt habe, was ich glaube ich heute relativ gut durchgehalten habe. Also von daher hoffe ich, dass ich da niemand auf den Schlips getreten habe. Ansonsten würde es uns freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt, wie ihr die Session fandet. Und ansonsten, ja. War es das von meiner Seite? Der Feedback-Link wird auch nochmal von Jan in den Chat reingepostet. Und ansonsten blende ich jetzt auch gleich noch meine Kontaktdaten ein, beziehungsweise wünsche euch einen schönen Abend. Ich glaube, das sind die letzte Session heute Abend und freue mich, dass auf jeden Fall so viele noch dabei waren um diese späte Uhrzeit und sich Drohnen mit Swift Playgrounds hier gegeben haben. Und ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und bis bald vielleicht in einer nächsten Session.